Und ich drücke Start. Du drückst Start, okay. Mein nächstes Deck heißt der legendäre Blauäugiger. Oh nee. So. Boah. Ich will wieder zweites, komm. Damit du mal. Weißt du, man hat ja Runde 1 hier coole Sachen und du machst dann wieder alles kaputt. Wer weiß. Sehr gut, da ich nun anfange, spiele ich mit Topf der Gegensätzlichkeit. Man kennt's, ich zeig dir meine nächsten drei Karten und eine davon habe ich dann die Ehre, es auf die Hand zu nehmen. Natürlich! Natürlich, und dann glaube ich, den weißen Drachen sofort da oben rumkammeln. Und ich entscheide mich für den Totemdrachen. Der hat bestimmt irgendwie einen krassen Effekt. Okay. Leute, du hast den Lebenspunkt auf 12.000 bekommen? Ja, okay, gut. Ja, ich hab mich erhöht. Und Match. Du willst dich also wirklich zerstören. Ja, muss ein bisschen länger gehen. Und ihr seid ein Monster, was du auf gar keinen Fall kennst, in verdecktem Verteidigungsmodus. Und dazu noch eine verdeckte Karte. Okay, ich hab Sachen gezogen. Nice. Dann GG. Okay, das ist interessant. Aber es ist random wohl, was du immer kriegst. Weil jetzt hast du zum Beispiel keine Fusionskarten. Nee, ich hab was anderes genommen. Achso, hast du hier XYZ oder was? Nee, ich hab das hier. Oh Gott, das ganze oberste, ich glaube, das war Anfänger-Deck oder irgendwie so, keine Ahnung. Okay, eine Karte verdeckt. Und dann beschwöre ich. Ich glaube, das ist schockiert über die Verteidigungspunkte. So krass, Alter. Auf jeden Fall. Beschwöre ich den Flammen in Paschi im Angriffsmodus. Das ist das krasse. Aber ich beende meinen Zug. Die Angst ist zu groß, oder? Oder was? Die ist ein bisschen zu groß noch. Okay. Ja, schönen Abend noch, Shining. Danke fürs Reinschauen. So, ich bin nun dran. Doch noch nicht. Alter. Jetzt bin ich dran. Nee, doch noch nicht. Jetzt aber. Und zwar aktiviere ich meinen Totemdrachen, ja? Möchte dir noch einmal präsentieren. Ja. Und zwar, die Fähigkeit meines Totemdrachens ist, wenn ich ein Drachenmonster als Tributbeschwörung beschwören möchte, zählt er als zwei Monster. Das heißt, ich brauche nur ein Opfer. Alter. Anstatt zwei. Wenn ich einen Drachen rufe und dadurch kommt der blauäugige weiße Drache. Das ist dann nicht mehr normal. Im Angriffsmodus. Ich warte. Retten, was geht? Oh. Und nun greife ich an mit meinem Blauäugigen. Nein, das ist das zerstöre deinen Itachi Ushia. Nein! Boah. Nein! Aua. Und ich beende meinen Zug. Oh, wohl auch mal Zeit. Ja. Alter. Okay. Hier kann ich leider nicht so rufen. Ich gehe mal kurz in die Verteidigung und beende mein Ziel. Ich rieche eine Falle.
Heiß. So, ich spiele erstmal den Effekt von Reiter der Sturmwinde. Dadurch wähle ich damit den blauäugigen weißen Drachen aus und verstärke ihn mit dieser wunderschönen Karte. Alter, wie fährt er jetzt? Immer noch 3000. Aber ich demonstriere gerne die Fähigkeit. Du verlierst nämlich trotzdem noch 700 Schaden. Die Differenz wird dann nämlich abgezogen. Alter. Yeet. Alter, das ist doch nicht mehr normal. Sehr gut. Du bist dran. Ich brauche ein schwarzes Loch, Hilfe. Verbotene Liste, tut mir leid. Nein. Ja, ich kann nichts machen. Ich kann einfach nichts machen. Ich habe hier nur einen weißen Drachen. Dann kommst du ja noch eine Weile mit hin. Vor allem, ich muss jetzt auch krasse Verteidigung aufbauen. Den Scheiß ich vergeiz. Alter, ey. Ja, ey, du, ich beschwöre den da und versuch zu überleben. Diese Motivation. Warte, Effekt aktivieren. Was hat er für einen Effekt? Was hab ich jetzt gemacht? Boah! Willst du? War das gut? War das gut? Ich bin verwirrt. Okay. Tu mir bitte nicht weh. Erstmal setze ich ein Monster verdeckt im Verteidigungsmodus. Und als nächstes greife ich mit meinem blauäugigen weißen Drachen, dein eisernen Brecher oder wie auch eisernen Rächer oder was auch immer der heißt. Nee. Au. Ich glaube, die Animation wird man noch ein oder zweimal sehen. Alter. Und ich beende meinen Zug. Alter, hab ich diesen dir gar keinen Zauber und Fallenkarten? Du hast doch schon eine Zauberkarte eingesetzt mit dem komischen Wildschwein da. Ja, was, das habe ich gar nichts. Gut, dass ich Mensch genommen habe. So, ich aktiviere gepanzerte Biene. Boah! Im Angriffsmodus. Halt, stopp, das tue ich noch nicht. Ich aktiviere den Effekt der gepanzerten Biene. Ich kann damit die Angriffspunkte deines blauäugigen Drachen halbieren. Mhm. Und jetzt nische ich rein! Boah! Nein, nicht mein blaues Auge. Hallo? Hallo? Angreifen? Angriff! Los! Biene, mach ihn für dich! Oh, was? Die zweite Fähigkeit meiner Sturmwinde. Anstatt dass mein blaues Auge zerstört wird, willst du auf was ich meine Retterin. Ja, mein Reiter. Und mein blaues Auge ist gerettet. No. Ich hatte nur so eine krasse Biene. Ein Pech, dass mein Mückenspray zu krass war. Mann. Lässt du meine Biene bitte leben? Lässt du meine Biene leben? Ich spiele ein Monster, verdeckt im Verteidigungsmodus. Und als Strafe diesen juckenden Bienenstich greife ich deine komische Biene an. Nein! Mit meinen blauen Augen. Nein. Alter, das ist doch nicht mal normal. Alter, hilf mir doch mal, endlich eine Zauberkarte und eine Fallenkarte haben. Bitte mal nicht zu dir, Deck aus Lights Fenter Simper. Ich krieg nur Monster hier gegen geworfen. Du, ich bestell.
bestellen. Ich bestell E-Patty. Jetzt gibt's Döner. Ich greife mal eine von deinen verdeckten Karten an. Und hoffe, dass sie einfach keinen krassen. Der weiße Stein hat die besondere Fähigkeit, wenn er auf den Friedhof gelegt wird, darf ich mir einen blauen Augen aus meinem Deck auf die Hand packen. Alter. Ich glaube, das Deck hättest du besser Rage Quits nehmen können. Nö. Legendäre blaue Auge finden klingt schöner. Alter. Aber du musst, jetzt musst du positiv sehen, ich kann ja jetzt wenigstens keine Differenz mehr abziehen. Aber ich muss auch in den Angriffsmodus reingehen, Mann. Wieso denn? Ja, damit ich. Du hast jetzt einen blauäugigen Drachen in deiner Hand. Und wenn du zwei Monster hast, kannst du wieder Tribut machen, dann hast du zwei Drachen. Ja, aber bis dahin? Erstmal greifst du so lange wie beim Einzelnen. Alter. Du bist dran, ich beende meinen Zug. Ich aktiviere Herz des Unterlegenen. Boah! Das heißt, wenn ich eine schmutzige Monsterkarte ziehe, kann ich noch eine Karte ziehen. Du warst jetzt aber Karte, da hast du sie. Ich beschwöre Nin Ken Hund. Im Angriffsmodus. Der Krieg ist ausgebrochen. Und der zerdeppert jetzt seine verdeckte Karte. Los, greif an! Es ist ein weiterer Stein der Legende. Und ich würde sicher seine Karte aktivieren, aber leider kann ich keinen blauen Augen mehr auf meine Hand packen. Schade. Was das wohl zu bedeuten hat. Was darf ich jetzt mit der Gegner decken? Oh, danke schön. Ich bin maximal verwirrt. Und nun sehe ich eine Karte. Warte, das heißt, du hast beide auf der Hand. Das heißt, du hast dann drei Drachen. Ich lege eine Karte verdeckt. Der braucht auch Fusion, oder? Oder kann er so? Und greife dein Hund an. Alter, nicht mein Hund. Aua. So. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob du Fusion brauchst. Ja. Was jetzt ziehe ich auf einmal Zauberkarten? Ist klar. Nice. Ich aktiviere meine Falle. Ruf der Gejagten. Oh nee. Dadurch spiele ich den Totemdrachen. Im Angriffsmodus. Hast du jetzt meinen Zug einfach zurück? Nee. Nee, du hast keinen. Ich wollte Ruf der Gejagten verspielen, nicht, dass das plöpst mir auch 300 Mal auf. Willst du jetzt? Willst du jetzt? Jetzt? Ich aktiviere diese Zauberkarte, ich habe keine Ahnung, was sie macht. Aber dann aktiviere ich noch den hier, den großen Angus. Na! Und der große Angus zerdeppert deinen komischen Drachen. Nein, das hat mir noch ein blaues Auge gerufen, ne? Nein! Wieso denn? Einer reicht schon. Und dann beende ich mal zu. Ich ziehe eine Karte. Oh nein, jetzt kommt der Scheiß. Nein, ich will nicht! Mein nee. Da ich leider nichts anderes tun kann, als anzugreifen, tue ich das natürlich einfach. Ich hoffe, ich ziehe gleich irgendwie eine Karte, wo ich den scheiß Drachen kaputt machen kann. Aber du weißt ja, Sven, wo ein Drache ist, waren noch zwei weitere. Ja, aber die erstmal wieder zu beschwören, das dauert viel in der Zeit. Es sei denn, du hast ja so kacke Mutdrachen. Ja, die, wenn du die mir mal lassen würdest. Boah! Und das Topf der geht's her. Jetzt ist wild. Oh
Okay, dann setze ich diese Karte in Verteidigungsmodus und beende meinen Zug. Sehr gut, ich ziehe eine Karte. Aber als allererstes spiele ich mystischer Weltraum-Typhoon. Ich mag nämlich keine verdeckten Karten, wie du weißt. Ich habe da so eine kleine Phobie. Dann aktiviere ich den Effekt. Wow. Come on. Was hast du jetzt gemacht? Wow. Das war, eine permanente. Und als nächstes aktiviere ich den. Ich habe jetzt gerade den König des Sumpfes gezogen. Seine Fähigkeit erlaubt es mir, eine Fusionskarte aus dem Deck auf die Hand zu packen. Du bist doch so. Als nächstes spiele ich Fusion. Nein. Und ich fusioniere meine drei blauäugigen Drachen, um den blauäugigen ultimativen Drachen zu beschwören. Boah. Weißt du, einer ist ja nicht schon schlimm genug, ne? Hat er noch einen mit drei Köpfen? Mhm. Gut, dass der keinen Effekt hat. Alter, so. Aber das war's dann nicht, mein guter Sven. Als nächstes opfere ich meinen blauäugigen ultimativen Drachen. Bitte was? Um meinen leuchtenden, blauäugigen Drachen spezial zu beschwören. Was? Was ist das denn für einer? was kann der? Was kann er nicht, Sven? Aber bevor ich ihm die erkläre, spiele ich erst einmal... 1400?! Ja, ich reduziere das ja. Ich spiele den Ruf des Silbernen und darf dadurch einen Drachen von meinem Friedhof wieder aufs Feld beschwören. Komm her, mein blauäugiger weißer Drache. Dadurch reduzieren sich seine Angriffspunkte vom Leuchtenden. Denn er kriegt für jeden Drachen wunderschöne Angriffspunkte dazu. Komm los, mein blauäugiger weißer Drache. Greif an, die Sturmhexe. Kann nix. Was kann die? Oh. M finde ich nicht gut. Nein! Ja! 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 Geil! Bis dahin fand ich es aber cool. Geil! Na, schon frech. Schon frech von dir. Aber ich konnte den Leuchten mal rufen, immer. Alter, noch grad so krass gekontert, ey. Gekontert endet das. Alter, was hab ich denn für Schmutzkarten, ey? Du warst doch Zauber! Ja, aber nur solche permanenten Schmutzkarten. Zieh eine Karte, das ist doch geil! Ja, geil! Zwei Karten gezogen, nice. Boah, Sven mit seinen verbotenen Karten hier. Okay, aber ich hab kein Monster, was ich beschwören kann. Na du, Dito. Ah, stand. Okay. Ich beschwöre die Maid mit den blauen Augen im Angriffsmodus. 0 und 0? Und ich beende meinen Zug. Ich kann angreifen für die Statistik, aber ich bin mal so nett. Warum ziehe ich jetzt nur Monster, die ich nicht beschwören kann, weil ich opfern muss? Alter, ich raste hier noch komplett aus. Das ist doch der Part. Ich beende mal zu. Alter, sind das schmutzige Karten. Als erstes opfere ich meine Maid. Und spiele meinen Tigerdrachen. Setze noch eine Karte verdeckt. Nee, nun. Und lässt dich leben? Nein. Und greife einmal an. Weil da sind wir noch 1000, ja? Ich lasse dich noch. Eine Runde lasse ich dich noch leben, Sven. Alter, jetzt gib mir ein Monster, was ich beschwören kann. Ich hab keine Monster, die ich kontrolliere. Ich hab keine. Außer Rand und Band sind die. Rage Quit.
Dankeschön. Bitte. Wie großzügig. Ehrenmann hier. So eine Scheiße, ganz ehrlich. Ich zieh nur solche Schmutzzauberkarten. Ich greife meinem Tigerdrachen direkt an. Au! Danke die erste Runde an mich. Wie soll er mit solchen Schmutzzauberkarten gegen mich finden? Kartentausch auf jeden Fall. Nee, ich fand das gut. Wow, ich kann keine Änderung vornehmen. Geil! Hast du kein Side-Deck bei deinem Deck? Nein. Mensch. Dein Gegner denkt nach. Punkt. Runde 2. Belasten. Fängt ja schon mal gut an. Du bist jetzt ein Monster verdeckt und eine Zauber-Fallenkarte. Alter, Tiamat, wunderschönen guten Abend. Einmal ein Monster verdeckt und eine Zauber- oder Fallenkarte verdeckt. Und beende mal zu. Ach, Copycat hier. Nee, hier ist nichts schmutzig. Nee. Alles ordnungsgemäß. Da ist noch ein Monster verdeckt und du bist dran. Das muss ja erstmal laufen bei mir, weißt du? Erst wenn es läuft, läuft's gut. Ich aktiviere die Zauberkarte Scherbe der Gier. Boah. Und dann mache ich eine Flipbeschwörung. Mit dem Menschenfresser Käfer. Und darf dadurch einmal von dir zerstören. Und ich wähle Gasser. König des Sumpfes. Okay, das ist doch gut. Dann opfere ich meinen Menschenfresser. Ja. Um Alektor Herrschaft der Vögel zu rufen. Okay. Immer das Modus. So. Und dann aktiviere ich Kampfgeist. Und verstärke damit mein Alektor. Der hat auch noch einen Effekt, ja gut. Was hat denn auf den Effekt? Ich habe Angst, den Effekt zu aktivieren, aber ich probiere es einfach mal. Okay. Gut. Und dann gehe ich in die Angriffsphase. Ja. Und greife deine verdeckte Monsterkarte an. Okay. Okay, das war der. Gut, easy. Und beende meinen Zug. Ja gut, ich ziehe eine Karte. Alter, ich will jetzt nicht, ich akzeptiere es endlich.
Gott, wenn du wieder so viel drücken musst, dann hast du irgendwas Krasses. Da steht ja Ruf der Gejagten oder so. Und das ist krass? Mhm. Okay, ich beschwöre hier den Vorhut der Drachen. Oha. Und weil es mich einfach so sehr nervt, spiele ich jetzt Ruf der Gejagten. Ja, geil. Und spiele damit den Reiter der Sturmwinde. Och nö. Doch, finde ich ganz nett. Ich nicht. Dann spiele ich erstmal Vorhut des Drachen, seine besondere Fähigkeit, und lege meinen leuchtenden blauäugigen Drachen auf den Friedhof. Okay. Was passiert hier? Warum habe ich aber 3000 Angriffspunkte? Ja, lies deine Fähigkeit noch nicht. Das ist so viel Text. So. Na gut, kann nichts machen. Aber hey, Sakko ist krass aus. Okay, dann. So. Bin ich da? Gut. Ja. Dann beschwöre ich meinen Flammen-Impaschi im Angriffsmodus. Und gehe in die Angriffsphase. Impaschi greift mal deinen. Was ist das? Reiter der Sturmwinde an. Mhm. Und du hast anscheinend eine Fallenkarte. Nein, habe ich nicht. So. Nein. Ich traue mal nachfragen. So nervig. Und dann bin endlich mein Zug erstmal. Wow. Ich habe es gerade verdeckt. Achso. Das macht mich traurig, Sven. Nee. Nein, ich glaube schon. Ja. Okay. Interessanter Zug. Sehr gut. Ich spiele die Maid mit den blauen Augen im Angriffsmodus. Aktiviere nun meine verdeckte Karte, Burg der Drachenseelen. Was? Dadurch aktiviert sich auch direkt die Fähigkeit, ich opfere Reiter der Sturmwinde und lege ihn von meinem Friedhof und entferne ihn komplett. Mhm. Damit greife ich nämlich nun direkt an auf deine Ipashi. Damit du auch mal ein bisschen Leben verlierst hier. Kann ja nicht angehen. Ja, es geht aber allerdings nur für diesen Zug. Danach werden 700 Punkte wieder abgezogen. Ah. Okay. Ich spiele eine Karte verdeckt. Ja. Und, okay, Verkratzer. Ja, ich konnte gerade keine Monster beschwören. Und beschwöre meinen zweiten Impaschi. Nein. Doch. Nicht den zweiten. Oder? Dann aktiviere ich nochmal eben den Effekt. Nein, hallo? Effekt aktivieren und mache ich mal auf Alektor selbst. So. Ach, geht nicht, okay. Und dann gehe ich in die Angriffsphase. Mhm. Hi. Oder ich aktiviere die Burg der Drachenseelen, indem ich jetzt nämlich noch einen Drachen aus meinem Spiel entferne. Aktiviere sie wieder, erhöhen sie wieder die Angriffspunkte. Du zerstörst mein Monster, ich krieg dafür weniger Schaden. Wow. Ja, ich finde das krass. Und weg mit allen Maid. Komm. Und dadurch, jetzt aktiviere ich die Fähigkeit von Maid mit den blauen Augen. Sie kann sich nun nämlich in den Verteidigungsmodus platzieren. Und darf ich natürlich jetzt einem Monster als Belohnung in den Angriffsmodus packen. Und wer könnte es anders sein? Aus meinem Deck kommt der blauäugige Drache. Das ist schon frech. Ich finde das ganz gut. Ich find's frech. Nee. Ja, ne, also. Ich glaube, ich werde mal jemand Zug. Achso. Alter.
kommt er mit seinem blauen weißen Drachen wieder an. Aber lass mich doch. Und als nächstes, ich könnte eine Synchronbeschwörung machen, aber ich mache das nicht. Spiele ich die Zauberkarte Drachenodem der Zerstörung? Natürlich! Das erlaubt es mir, all deine Monster zu zerstören. Dafür kann mein Blauauge leider nicht mehr angreifen. Mit diesem Match. Pack die Maite ruhig wieder in Angriffsmodus, weil ich so netter bin. Und du bist dran. Ich war so stolz auf mein Monster. Ja, aber das ging mir ein bisschen auf den Zeiger, weißt du? Das fand ich jetzt nicht so nice. Die Burg geht mir am Sack. So. Ich weiß, warum ich die austauschen wollte und vergessen habe. So. Ich aktiviere schwarzes Loch. Nein. Weg mit deinem Monster. Bitte auch mit meiner Burg. Ach, schade. So. Und dann beschwöre ich Brecher magischer Krieger. In den Angriffsmodus. So. Und dann gehe ich in die Angriffsphase und greife dich direkt an. Nein, nicht direkt. Und ob. Der hat gesessen. Oh. Schmerz. Was? Alles noch drin. So. Erst einmal. Spiele ich eine verdeckt. Ich darf nicht mal was sagen. Ich spiele eine Karte verdeckt. Und nun, meine letzte Karte auf der Hand. Ruf des Silbernen. Oh nee. Das erlaubt es mir. Einen Drachen. Den du sehr doll lieb hast. Vom Friedhof hier zu beschweren. Auf das Feld. Und nun aktiviere ich die Burg der Drachenseelen. Opfere meinen Vorhut des Drachen, entferne ihn aus dem Spiel, um meine Drachen noch weiterhin zu verstärken. Muss ja auch zwiebeln, ne? Hallo? Und greif ihn natürlich jetzt an. Ich will was aktivieren! Ich will was aktivieren! Ich bin nicht aktiviert. Ich will was aktivieren! Hat sich ausaktiviert, Junge. Ich melde mal's. Was ist das für eine dumme Karte, die ich habe? Beleidigt hier sein Deck. Das Herz der Karten ist nicht dabei, Leute. Merkt ihr das? Oh. So. Na, das ist verboten. Und dann beende ich wieder meinen Zug. Ich ziehe eine Karte. Und warte. Nicht so schnell. Ich aktiviere Sturmtornado. Nein! Und zerstöre deinen komischen Bug der Drachenseelen. Aber dann hat mein Drache nicht mehr 3-7, wenn ich das möchte. Tja. Gelitten. Nun aktiviere ich die Fähigkeit vom Bug der Drachenseelen. Dadurch, dass er auf dem Friedhof gelandet ist, da habe ich nämlich einen Drachen, den ich verbrannt habe. Aus wieder ins Spiel bringen. Vorhut der Drachen. Wieder in den Angriffsmodus. Ehren Sven auf jeden Fall. Alter. Das finde ich nett von dir. Setz noch eine Karte verdeckt nochmal so als extra Dank. Und piekst mal dein verdecktes Monster an. Mit meinem wunderschönen Vorhutsdrachen. Warte auf deine verdeckte Karte. Endlich setze ich die verdeckte Schmutzkarte ein. Und ich darf beide deine Angriffsmonster in deine dein Deck wieder zurückmischen. Nein! Das ja! Das finde ich frech. Na gut. Und da sind wir bei Gleichstand. Und jetzt greife ich an mit Ende meiner Runde. Ende. Ende. So. Okay, ich aktiviere Nachschubtruhe. Und das war noch nicht alles, denn ich beschwöre meinen lieben Kennhund. Im Angriffsmodus. Mhm. Und geh in die Angriffsphase. Los, beiß ihn. Fass.
Nicht so schnell, ich habe eine Feindkarte. Oh. Den Schattenzauber. Dadurch verliert er nicht nur 700 Angriffspunkte, er darf auch nicht mehr angreifen. Wow. Ich beende mal zu. Ich habe deinen Hund jetzt an der Leine. Frech. Ja, ist nett eigentlich. Jetzt kommt es nur darauf an, wer als erstes was zieht. So. Okay. Okay. Ich spiele ein Monster im verdeckten Verteidigungsmodus. Und beende meinen Zug. Ich bin schockiert. Ja du, ich muss mir jetzt mal sammeln. Ich beschwöre mein Feuerflügel Pegasus, indem ich mein Hundi opfer. So, und jetzt greift der Pegasus an. Zeig ihm, wo das Pferd die Flügel hat. Los. Oh nee, schon wieder ein Pferd. Nein! Spiegelkraft! Schickt der Pferd mir dann wieder zurück in den Stall. Oh hey, hast du eine Karte gezogen. Ja, so schnell geht das nicht. Fies. Nee. Okay. Ich beende meinen Zug. Alter, warum hast du so krasse Karten? Ich hab keine krassen Karten. Ich kann doch gar nichts machen. Du bist los, in Paschi, komm. Du bist in Führung, siehst du? So, ich beende meinen Zug. Eiskalt. Da kann ich nichts. Wieso das denn? Setz deine Karte verdeckt. Okay, jetzt erkannt. Und noch ein Monster verdeckt. Alter. Jetzt spielen wir mal ein bisschen hier magischer Zylinder. Beende meinen Zug. Wunderschönen guten Abend, David. Ich hoffe, dir geht's gut. Hallo, David. So. Dann zeig mir, was du kannst. Ich hoffe, Worken war Subi. Okay. Du bist schon heiß auf den nächsten Stream hier. Okay, das ist der. Den du ja auch noch anschmeißt, wahrscheinlich. Wäre nett, dass du vorher nochmal vorbeischaust. Zeig Sven gerade mein legendäres Blauaugendeck. Hiroshin Kuwagata. Im Angriffsmodus. Nein. Doch. Nicht diese Zecke. Doch. Und jetzt gehe ich in die Angriffshase. Zecke, beiß ihn. Los. Oh, schon wieder ein Scheißkraft. Die zweite Spiegelkraft! Alter, wie viel Spiegelkraft kann man haben? Aber du darfst doch Karten ziehen! Ich bring dich um. Ich finde, du seid nicht ganz nett von mir. Wenn ich auch was Gutes ziehen würde. Ich spiele Drachenschrein. Och nö. Das erlaubt es mir. Einen Drachen vom Deck auf den Friedhof zu legen. Und weil es ein normales Monster war, mache ich das einfach nochmal. Und dadurch, dass ich den weißen Stein der Legende auf den Friedhof gelegt habe, darf ich den weißen Drachen auf die Hand nehmen. Alter. Und dadurch, dass ich den weißen Drachen jetzt auf der Hand habe und noch keine Beschwörung gemacht habe, aufrieg einfach mal zwei Monster. Und du weißt, was da ist. Da ist er wieder. Aua. Oh, jetzt mein blaues Auge. Greif ihn direkt an. Nein. Tu's nicht. Au. So, aua, und du bist wieder dran. Okay. Jetzt gibt's Saurus. Mein blaues Auge findet immer wieder den Weg zurück aufs Feld. So. Ich habe auch noch ein alternatives Weiße Drachen geguckt. Weiße Drachen. Das geht noch nicht. Weil sie sind jetzt gleich stark. Okay. Und nicht nur das, dann aktiviere ich dazu noch Banner des Mutes. Nein. Und rüste damit meinen Nachelf aus. Oh.
Achso, nur wegen der Wand. Okay, okay. Ich wollte gerade sagen, geht nicht. Und greif dich an. Sag, tschüss zu den Drachen. Nein. Bam. Easy peasy. Wow. Und beide mal zu. Easy peasy, sagt er auch noch. So. Na, schon frech jetzt. So und nicht anders. Okay. Setze ein Monster verdeckt und beende meinen Zug. Okay, jetzt bin ich schockiert. So ein Hater. Nur hab ich Angst. Seiner, okay. Ah, mal gucken. Wie viele... Ich muss aber kurz mal Friedhof mal gucken. Ja, ja. Ich müsste eigentlich drei normale haben. Nee, will ich da doch nicht. Okay. Okay, dann spiel ich ein Monster verdeckt. Wir haben uns darauf geeinigt, nix, kein Synchro, kein XY, kein Pendel oder so. Also wir spielen quasi Attacke. So an sich OG. Och, nee. Also ich habe auch Empfängermonster und sowas, also sowas in der Regel so geht halt Effekt schon, aber... Oder werden nicht mal zu. Ist das Legacy of the Duel List oder musst du quasi Booster Pack-mäßig halt deine Packs da holen? Ne? Und das dauert halt ein bisschen. Das hat auch gedauert mit dem Deck hier. So, ich spiele meine wunderschöne Zauberkarte Gold-Sarkophag. Nee. Und kann dadurch... Eine Karte von meinem Deck verbannen und zwei Runden später kann ich es dann wiederholen. Ja. Auf meine Hand dann. Naja, ist eigentlich ganz okay, finde ich. Und ich nehme Ruf des Silbernen. Wow. Ich hab meine Hand leer ist, wenn ich mal zug. Das hat sie davon. Wiegt mich mal komplett. Ich habe auch noch ein Exodia-Deck. Das hat immer eigentlich ganz gut funktioniert. Das ist halt nicht mehr so Defense und dann ein bisschen ärgern. Und ich habe noch so ein böser Held-Deck habe ich auch gebaut, was natürlich nicht mehr so gut klappt, weil viele Karten auch verboten sind und so und alles, wie Stratos und Superpolymerisation und was weiß ich nicht. Muss ich da ein bisschen gucken, weil ich die DLCs auch nicht habe. Dann war das ein bisschen belastend. Aber hey. Nächste Woche wollten wir eh spielen. Können wir das denn gerne mal machen? Können wir gerne machen, David. Gib sie! Nein! Oh. Und jetzt du, Ritter, los, Attacke! Ja, Klarsicht! Boah! Glassicht? Klarsichtig, ganz ehrlich. Deine Lebenspunkte sagen adieu. Gut. Ich habe einen weißen Drachen auf der Hand, das kann ich natürlich jetzt nichts machen. Ich hab dich gebrochen. Ja, der Spieler ist dann ein Deck. Der hat eine Woche Zeit gehabt, sich ein Deck zusammenzubauen. Hat heute angefangen. Er wollte sich ein Rotaugen-Deck zusammenbauen. Wollte dafür Etikus Booster Pack freischalten. Hat dann herausgefunden, als ich ihm erzählt habe, dass es das nicht gibt. War ein bisschen enttäuscht, weil muss man bei Joey machen. Und wenn man das Alternative haben möchte, bei dem letzten Yu-Gi-Oh! Natürlich ein bisschen belastend. Deswegen spielen wir mit den Standard-Decks, ja. Nein, nochmal ein bisschen protzen hier mit dem Hund. Ja. Aha. Hundi, fass ihn! Na. Boah, da 50 Lebenspunkte. Aha. Das und jetzt Drache, der Höhle haut. Die Länge zieht, Leute. Guckt euch das an. Ich hab den weißen Drachen fähig gemacht. Ja, 1-1. Easy. So. Mit Standard-Deck.
gegen sein OP. Ich hab ihn gut geschlagen. So geht's. Was ist jetzt mit Bindungskarten? Kann man nicht kämpfen. Ich muss wirklich sagen, das ist ein großes Gamble, weil du wirklich gucken musst, wie du die Karten jetzt bekommst. Weil so wie im ersten Match habe ich die Karten echt scheiße bekommen. Also wie ja, jetzt, eigentlich. Ja, jetzt habe ich die auch scheiße bekommen. Also das ist wirklich ein großes Gamble. Ich bin fertig. Ja, komm. Ja, DLC. Das seht für mein böser Held-Deck brauchte ich auch das DLC. Das habe ich auch nicht mitbekommen. Ich habe bei Bakura jetzt 100%, weil ich dachte, ich krieg da eine Karte, die ich haben will. Aber ohne DLC ist das nicht. Da stand dann dieser Karte auf Listung nicht. Fand ich frech. So, Sven. Ah, ne, halt gar nicht. So, Sven. Mach die jetzt fertig. Ja. Oh, Janik, ich hätte so gerne ein Rotaugendeck, ne? Achso. Wie hab ich denn? Spiel die Mind mit den blauen Augen in Angriffsmodus. Oh, nicht die alte schon wieder. Ah, doch, die ist ganz nett. Okay, Wie war das nur okay, dieses Kingdom? Nur das eine Kingdom DLC? Oder braucht man auch diese. Und dann setze ich ein Monster in die Karte. Es gab ja Kingdom DLC und dieses Drachen DLC mit den mit Kritias und bla. Böser Held ist böser Held Dark Gaia, also Evil Hero quasi, ne? Also Dark Gaia, wie ist die andere nochmal? Also quasi, wenn du die Serie gesehen hast, ist das, wo Jaden da der King war, der Böse. Mit super Polymerisation und so weiter. Kann ich gleich nochmal spielen. Das ist theoretisch. So, Sven. Ja. Ich spiele den Drachenschrein. Oh nein, der Spiel. Das heißt, ich kann jetzt einen Drachen von meinem Deck auf den Friedhof legen. Was mache ich jetzt mit meinem Ei? Das heißt, ich kann meinen weißen Drachen auf die Hand packen. Oh nee. Ja. Wollt ihr nur Bescheid geben, Sven? Ich muss echt gucken, wie ich den weißen Drachen hier wieder fertig machen kann. Nee. Aber das Gute ist ja, bei deinem Deck, wenn die weißen Drachen hops sind, oder du noch die weißen Drachen hast und deine ganzen hier, wie soll ich sagen, deine ganzen Unterstützer weg sind, dann hast du es schwer. Okay, ich setze nochmal eine Karte verdeckt. Ja, es gibt einen Drachen-DLC, wobei ich jetzt nicht wusste, ob das jetzt nur Timaeus und sowas ist. Ich spiele meinen Ninken-Hund. Und es gibt ja noch mit Kingdom. Ich weiß aber, ich kann mich jetzt auch natürlich irren, aber ich habe nur so grob geguckt. Und dann mache ich eine Flip-Beschwörung. Aber ich glaube auf jeden Fall nur die beiden, wenn überhaupt. Und aktiviere dadurch den Effekt und zerstöre deine Might. Okay. Ich aktiviere die Fähigkeit von meiner Might. Wie viele Effekte hat die denn? Ja, nicht so viele. Oh. Nicht meine Mai, nein. Du, ich aktiviere mal eben kurz meine Zauberkarte. Und beende mein Zug. Was ich nicht sehe, kann mich nicht angreifen. Wow, Sven. Ich warte. Ja, warte, du kannst einfach drauf. Ja, kein Stress, kein Stress. Wollen wir ein faires Value? Und dann aktiviere ich diese feine Karte. Und beende mein Zug. Achso, ja, ich war ja in deinem Zug drin. Ich beende Yannicks Zugsunterbrechung. So, ich setze dann zwei Karten verdeckt. Weil mehr darf ich ja leider nicht machen. Und beende meinen Zug. Okay, so. Da geht das wieder los.
Nein, ich will jetzt nicht. Ich spam diesmal rechte Maustaste. Wild. Ich beschwöre Brecher, magischer Krieger. Mhm. So. Und ich versetze meinen Menschenfresserkäfer in den Verteidigungsmodus. Ne, lass auch einen Angriffsmodus, der ist krass. Nee, nee. Oh, der der ist Menschen. So. Okay, da ich nichts machen darf, weil du mir ja alles hier verbietest, als wärst du Mutti persönlich, wende ich meinen Zug. Ja, geil. Nein! Ich dachte, das Ding hätte 3 Züge. Mama! Okay. Ich ja, das 3 Monster, ich 2. Du weißt, du kannst nur gewinnt sein. Aha. Ich beschwöre meinen Alektor, Herrscher der Vögel, indem ich meinen Menschenfresser opfer. Ja. So. Effekt der Karte aktivieren, genau. Mache ich das so? Genau, so. Nee, hallo, ich will keinen Effekt aktivieren. Nein! Oh. Alter! Ja, mach doch mal, Sven. So. Nein. Ja, David Gunday. So. Nein! Oh. Oh, Ben! Gar kein Angriff? Ach, scheiße. Was heißt denn jetzt scheiße? Ich hab's vergessen. Wie kann man den Angriff vergessen? Ich war so genervt von den ganzen Nein-Drücken. Erstmal decke ich meinen weißen Drachen auf, ja? Das heißt, der Drachenodem ein, weg mit dem Schmutz. Ja, das gehen wir jetzt ein bisschen auf den Zeiger. Was, wenn ich. Bist ein bisschen ehrlich, ja? Wir können über alles nochmal reden, ne? Und weil ich ein Monster beherrsche vom Typ Drache. Ja. Ja, ein weißer Drache könnte man ja meinen, ne? So, mit einem blauen Auge. Ich stampfe eine Zerstörung, zerstöre ich deine verdeckte Karte. Ich mag keine Überraschung. Nee! Na, so, bevor du mit Dame wieder ankommst, ja, das ist richtig gemacht. Ja? Oh, wow. Und weil du mich jetzt so lange gequält hast mit meinem verdeckten. Ach ja, ich darf hier nicht angreifen, weil durch mein Odem darf ich die Runde nicht angreifen. Aber nächste Runde mach ich dich fertig. Okay, wir machen das mal so. Ich setze eine Karte verdeckt. Und beschwöre meinen Nachäffer. Nein, das ist ein bisschen doof, finde ich. Und er macht deinen weißen Drachen nach. Ja, nee. Und dann aktiviere ich diesen Effekt. Mhm. Und beschwöre dadurch. Falls ich den beschwören darf. Muss ich ihn gucken? Muss ich gucken? Ah. Okay, dann darf ich was anderes beschwören. Nein, 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 nein. Ja, mit dir ist immer Comedy. Das ist immer schön. Ja? Hallo, ich finde. Kann ich das nochmal abbrechen? Kann ich das abbrechen? Nein, ich bin nicht. Hallo, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Damit willst du nicht erstmal nächste Woche gegen Sven antreten? Ich glaube, für deine Zuschauer wird das witziger. Bis nächste Woche hat er bestimmt auch ein Deck zusammen. Ach, gut, ich muss das machen. Wie man den Sieg wegschmeißt. Mit Sven. Mann, ich hasse die Tutorials kommen demnächst auf YouTube. Ja? Alter, was sind das denn für scheiß Effekte? Oder TikTok? Da stand nichts von Opfern. Alter, ey. Svenny.
Ja, das ist doch fies. Das ist fies. Einfach nur fies. Wieso ist das fies? Da steht, ich muss ein Monster aus dem Spiel nehmen, dann darf ich eins hier beschwören. Ja. Und nichts von Opfern. Warum packst du die Karte dann in den Deck, wenn du die nicht machst? Weil es ein scheiß Standarddeck ist. Warum hast du denn kein eigenes Deck? Keine Zeit mehr dazu gehabt. Ja, hat Seitiges freigeschaltet, ne? Ja, ich dachte, der hat die Rotaugen. Der hat auch Rotaugen, den gibst du nicht als Pack. Das ist doch frech, ist das. Ich würde so ein schönes Rotaugen-Deck haben. Mann. Ja? Ach ja, ich muss noch beenden. können wir uns darauf einigen, dass du mich nicht angreifen wirst? Na, vielleicht bin ich eine Runde gnädig. Oh nein! Ich mach deinen Mann! Alter! Lass ich eine Runde gut sein, Leute, oder greife ich an? Also, dass du mir so eine fiese Falle hingelegt hast, ist ja schon gemein gewesen, ne? Mann! Kannst du keine Spiegelkraft da hinsetzen, Sven? Doch! Was soll mein weißer Drache denn davon halten? Der hätte Puff machen sollen! Mann, Sven, nee, das ist so gemein, sowas. Nee! Ich finde das schon fies. Alter, jetzt habe ich wieder so eine Schmutzkarte. Ja, dann lass doch Karten ziehen, wenn ich was bei dir zerstöre. Das ist doch cool. Ich meine, wir haben ja auch viele Lebenspunkte, ne? Mann, Mama. Ja, jetzt hat er wieder hier Fusion gleich mal. Oh, nee, dann hätte ich ihn ja ablegen müssen von der Hand aus. Ach ja. Die 500 Lebenspunkte mehr ziehe ich dir aber schon gern ab. Da bin ich ehrlich, du. Geil. Alter, ich hätte das Ding noch rumreißen können und dann mache ich so eine Kacke. Ah, du, ich setze noch eine Karte und wende meinen Zug. Also eh wieder Spiegelkraft. Okay, ich ziehe mystischer Weltraum-Typhoon. Ich mag keine verdeckten Karten. Habe ich eine Phobie gegen? Alter. Mann. Greif nochmal an, ne? Schön ein bisschen ins Gesicht und so. So, Sven. Alter, das ist nicht mehr normal. Na komm, 28 Karten. Da ist immer bestimmt eine gute dabei. Na komm mal. Was, Sven? Das war jetzt aber gemein. Fand ich gut. Mann, was soll ich denn jetzt nur tun? Spieler, ruf des Silbernen. Nein! Und hole meinen weißen Drachen aus dem Friedhof. In den Angriffsmodus. Alter! Mann! Was denn? Das ist doch unfair, das ist doch total Bobby. Ich bin noch nicht fertig. Ich krieg nicht mein Monster. Ich spiele antike Regel. Dadurch darf ich nicht mein Monster, das mehr als 5 Sterne hat, von der Hand beschwören. Und ich beschwöre den weißen Drachen. Alter! Nee. Ich finde das ganz gut. Das war wieder fies. Ah! Und dann greift mein zweiter Meister Drache jetzt auch ran. Na, ah, wie schön. Nein! Danke. Der Sieg ist mein. Alter. Ich fand das gut. Alter. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same.